Yo, was geht? Sollen wir hier einfach schon durchlaufen? Ja, wir haben so viel zu überlegen, wir vloggen wieder. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns beiden. Freunde, heute wird es mal wieder einen Vlog geben. Wir haben uns schon länger nicht einfach den Tag so dokumentiert. Wir haben uns schon länger den Tag nicht so dokumentiert. Genau, und einen Deutschsprachkurs hatte ich auch schon länger nicht mehr. Es ist nämlich sehr viel passiert. Aktuell kommt ja nur ein Video die Woche. Das wollen wir wieder ein bisschen frequenter machen. Natürlich, weil wir es einmal lieben, Videos zu machen. Wir sind gerade auf dem Weg in unser neues Büro. Dafür brauchen wir saubere Tassen. Ich glaube, in der Spülmaschine sind noch welche. Also Freunde, erstmal, das ist so quasi so eine Bürogemeinschaft. Hier sitzen, ich glaube, mit uns insgesamt noch 3 oder 4 Firmen drin. Ja, müsste so sein. Sage ich das erstmal hier vorne. Man kommt hier rein quasi. Also man kommt hier rein. Hier ist der Eingang. Dann kommt man rein. Dann hier diese ganzen Bürogebäude, beziehungsweise die ganzen Zimmer bis da nach hinten gehört einer Firma. Also für uns alles nicht so relevant. Da ist auch eine Terrasse, ein Balkon, wie auch immer. Soweit ich das verstanden habe, ist sie aber auch angemietet von dem größten Unternehmen hier. Deswegen können wir die theoretisch eigentlich gar nicht nutzen. Das ist der Ausblick. Ich feiere den unnormal. Ich feiere das so hart. Und dann geht man hier ein bisschen weiter. Zack, 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 zack. Kann sich hier ein bisschen hinschillen. Das ist so ein Gemeinschaftsding hier. Hier kann sich überall wieder hinpflanzen. Dann ist hier die Gemeinschaftsküche. Zack, zack, zack. Hier ist theoretisch ein Kühlschrank, aber wir haben selbst einen besorgt. Hier ist eine andere Firma, da geht man so, zack, zack, zack. Hier sind die Klos, bam, bam, bam. So, und jetzt wird es interessant, und zwar gibt es hier 2 Büros. Ein Büro sieht so aus. Das andere Büro, also das ist nämlich von dem geilen Sack hier. Komm rein, Alter. Und das hier ist unser Büro. Also sind wir jetzt nebeneinander am Start. Wer kennt diesen guten Mann hier? Der war auf jeden Fall schon in Berlin am Start. Eigentlich jeder. Also eigentlich müsste ihn jeder kennen. Listen to me. Surround themselves with people who are on the same mission. How many people in your immediate environment, those people who are in your sacred circle, represent people who are on the same mission as you? Ganz genau, ganz richtig. Und jetzt gibt's erstmal, ja, dann haben wir hier noch so einen Raum, der eigentlich, ja, ich weiß nicht, dürfen wir nutzen, ne? Man darf den nutzen, glaube ich, auch wir dürfen den offiziell nutzen. Auf jeden Fall haben wir uns direkt mal hier Kaffee. Ja, Digga, weil das war so von der Vermieterin so, das ist eigentlich so ein Gemeinschaftsding. Ach komm, komm. Hier ist Eni und hier, sehr wichtig, Kaffeemaschine von Nosmus Elton abgekauft, sehr, sehr geiles Ding. Ja, Mann. Also, das ist echt ein Segen, man kommt jeden Tag. Also, ohne Witz, man hat gute Laune, weil man weiß, es gibt gleich geil Kaffee. Aber nicht nur geil Kaffee, sondern geil Kaffee mit DeLonghi-Bohnen. Ja, Mann, DeLonghi-Bohnen. Mit, was laber ich? Lavazza-Bohnen. So haben wir uns auch hier in einen Kühlschrank reingesteppt, weil ja, ein Kühlschrank für 7000 Menschen reicht nicht. Ja. Deswegen haben wir gedacht, wir müssen einen und jetzt gibt's erstmal ein Köpfchen. Aber was noch sehr wichtig zu erwähnen ist, diese kahlen Wände werden natürlich noch womit vollgemacht, Bruder? Mit Blackboards. Mit Blackboards, also mit Tafeln und Kreide, ne? Nein, war Spaß, Junge, Whiteboards. Ja, echt, war Spaß. Ja, Mann. Also hier kommt noch so ein riesen Whiteboard hin.
Dann kommt hier noch ein Whiteboard hin. Eigentlich habe ich nie... Hä? Builders. Eigentlich habe ich niemals Whiteboards gefeiert, aber ohne Witz, ich finde, man ist da. Wenn man dann ein Büro hat, dann ist ja, das dann schon. Dann ist man full strukturiert. Und wenn man die einmal benutzt hat, weil Marc hat ja bei sich im Büro auch drei Whiteboards. Oh. Und Aufgabenteilung etc. ist schon geil. Oder ja, Ziele setzen, To-Dos und so alles drauf zu schreiben, ist schon sehr, sehr, sehr angenehm. Weißt du, was lustig ist? Wir zeigen uns unser Büro und sind vor einem halben Jahr umgezogen und haben noch keine Roomtour gemacht. Oh. Also, wenn ihr eine Roomtour sehen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare, dann machen wir das auch. Mach mal kurz noch eine Abstimmung, wer dafür ist, dass ihr Bilder von mir aufhängt. Also alle, die wollen, dass wir Bilder von Marc aufhängen, Hashtag Marc in die Kommentare. Aber wir sind jetzt wieder vom Büro zu Hause angekommen. Ich finde es echt extrem, extrem geil, wenn man quasi so zwei Plätze hat. Bei einem weiß man, man ist da, um zu arbeiten. Bei dem anderen weiß man, man kann entspannen, vor allem wenn man alles erledigt hat. Und ja, ich bin jetzt gerade zu Hause. Saskia dreht heute auch ein Video. Und zwar ist sie wie Selena Gomez. Mhm. Und wie ist es so? Bisher richtig lecker. Ja, ne? Ja, also sie ist sehr viele. Ja, bisher. Bis jetzt. Ist auf jeden Fall interessant. Wir haben hier gerade so ein Rittersport Macadamia-Stück gegessen. Schokolade. Die schmeckt geisteskrank. Die schmeckt heftig lecker, ne? Mhm. Natürlich müssen wir Image gucken. Ooh, baby, travel! Wird noch erstmal was reingesnackt und zwar... Da wird noch erstmal was reingesnackt. Richtig. Ist das richtig? Das ist richtig. Heftig. Hat sich komisch angehört. Auf jeden Fall. Boah. Freunde, guckt euch das an. Ich hab so einen Mordshunger. Wunderschöne Herzen. Ich hab einen Mordshunger und ich werde das jetzt sofort probieren. Weil Digga, ich auch, Alter. Immer so einen kleinen... Bruder. Aber nicht vergessen, Ingwer zu nehmen. Ach, fürs Abtöten der... Na, aber Ingwer einfach geil, das Brudi. Ach so, ich dachte... Also eigentlich ist man es ja so, erstmal Ingwer. Nee, ich nicht. Damit man den Geschmack neutralisiert. Damit man... Boah, Digga. Boah. Die sind krank. Mhm. Mhm. Geil. Bisher die besten. Mhm. Fertig, Dinger. 100% von Aldi waren die, ne? Oder ja. Lidl? Lidl. Aldi. Lidl. Aldi waren wir morgens. Aldi. Aldi. Du siehst so crazy aus mit deinen Haaren, ne? Warte mal. Ja, ist ja schon besser. Freunde, wir gönnen uns diese Dinger gefühlt momentan fast täglich. Warum, Willi? Warum gönnen wir uns die? Because of the health benefits from Ingwer. This stuff. It's Ingwer a very und Kurkuma. Good shot with Ingwer Kurkuma. And yeah. Das Ding ist, es gibt die Teile, die sind bei Lidl für 1 Euro, glaube ich. Es gibt die auch nur mit Ingwer. Also die sind so grün. Ingwer und Zitrone. Ingwer Kurkuma Ding, da habt ihr mehr Ingwer gehalten. Aber ich finde den anderen leckerer, muss ich sagen. Nicht schlimm. Aber allgemein, solche Dinger sind schon was sehr, sehr Feines. Gerade gab es auch zum Frühstück, beziehungsweise als erste Mahlzeit hier ein Paukuki und Balicious. Das sind einfach ohne Scheiß. Das ist ja schon richtig lange unser Lieblingssnack von Process. Paukukis in Weiß, Endstufe. Aber der hier hat sich auch so rauskristallisiert. Damals habe ich gedacht, der hat ein bisschen mehr Fett. Ich will nicht mal mein Fett sparen, aber ohne Witz, Freunde. Das lohnt sich. Einfach. Das schmeckt so Weltklasse. Richtig geil, schmeckt richtig gut. Und das ist auf den Start und das ist mein Spirit Animal. Volltier. Habe ich von Regio Niklas geschenkt bekommen. Ja, das passt doch. Ja, Mann. Will ich schnell gerade ein Video. Hier übrigens das mein... Das, was ihr heute sehen werdet. Ja, Mann. Und hier übrigens mein neues Setup bisher. Mein PC stand ja immer hier, der ist jetzt im Büro. Ich habe jetzt hier zu Hause den Monitor, was das Monitor, ich habe hier den Laptop. Was ich auch machen möchte, ist mir hier einen Monitor hinzustellen und dann entweder links oder rechts den Laptop hinzustellen. Ich habe hier gerade noch so einen HP, der 2 Jahre alt ist, der auch noch leistungsstark ist, aber es muss jetzt langsam ein Upgrade her, weil ich weiß, wie diese Dinger funktionieren, und zwar Willis Razer, und das Ding ist halt einfach nur Chuck Giselle. Der wird jetzt auch demnächst gezogen. Dann habe ich das hier zu Hause und im Büro habe ich den PC und alles ist ultra geil. Das freut mich. Wenn alles ultra geil ist, ist immer gut. Heute ist Muttertag. Alles Gute nachträglich an alle Mamis. Ne, alles Gute an alle Mamis. Alles Gute an alle Mamis. Mama-Tag. Ja, Mann, wir fahren auch gleich zu Mama. Es geht. Es geht. Am Muttertag, am Mama-Tag wird natürlich das Haus nicht betreten ohne Blumen. Hoffen wir mal. Ja, eigentlich kann man hier Blumen pflücken. Das sind so selbst pflückbare Blumen-Dinger, wo man hier selbst bezahlt, also auf Trust.
Basis, aber es sieht hier echt nicht so gut aus gerade. Deswegen, ja. Wir sind echt ein bisschen am Arsch. Ja, was ist das? Wir sind echt ein bisschen am Arsch gerade. Warte, hier hinten sind, glaube ich, ein paar noch. Wir müssen einfach die Augen offen halten, dann finden wir safe noch irgendwas Cooles, oder? Boah, ist schon echt nicht so gut, wie es hier aussieht gerade. Shit. Aber ist auch ziemlich spät. Ich sag, die Leute waren schon viel früher da. Deswegen sind wir gerade echt ein bisschen lost, aber ich gebe nicht auf. Ich werde auf jeden Fall Blumen finden und die mitbringen und Mama schenken. Ich habe eine Blume entdeckt. Aber die ist tot. Was machen wir denn jetzt? Ich glaube, da hinten sind Blumen. Da auch, ne? Wo? Da. Sind da noch coole Blumen? Ich glaube. Ich glaube, die sind, also die sind auch gleich verwelkt, oder? Hä? Die ist tot. Die ist auch tot. Die ist auch tot. Mann. Da hinten sind vielleicht noch welche. Hm? Die sehen auch nicht gerade gut aus. Digga, die sind alle K.O., ne? Die sind alle Schrott. Hier, doch, sowas kann man doch. Was? Weiß es nicht. Ach. Keine Blumen heute leider. Doch, wir haben noch eine. Ja, eine. Ja, zeig mal. Wenn du das Blumen nennen kannst. Am Ende des Tages geht es ja um die Geste. Mama kriegt heute das und die Tage. Die Tage kriegst du noch was Vernünftiges. Ja, die Leute, die uns schon länger verfolgen und wissen, wie wir so bei Geschenken ticken, wir machen es immer auf den letzten Drücker. Und nicht immer klappt es. Wie heute zum Beispiel. Aber. Das muss man in Kauf nehmen, wenn man so lebt. Boah, Bruder, hier geht's krank. Schau, was geht, Halli? Was geht, Mann? Was frisch? Was? Alles Gute zum Muttertag. Dankeschön. Was ist los? Alles Gute zum Muttertag. Wo drückt der Schuh, Mama? Die Mama, die Blume. Mama, wir wollten, guck mal, wie wir sind 20 Minuten gefahren. Wir waren bei so einem Selbstpflückfeld, ja. Blumenfeld, aber da war nix. Ja, also du kriegst noch was Vernünftiges. Es geht gerade nur um die Geste, Mama. Ja. Bitte verzeih uns. Du brauchst gar nicht so ein Auge zu machen, Alter. Richtig assi. Es geht bei dir als Fisch. Ja, bei euch. Ja, Mann. Salam. Als Fisch. Ja. Mein Sohn ist gestorben, leider. Hast du was gemacht, Katrin? Ja. Ja? Was ist das? Schokokuchen? Ja. Was hast du? Man darf ihr Gesicht nicht sehen, weil die ist noch zu jung. Die ist noch drei. Aha. Die ist drei? Ja, so. Oh oh. Immer noch? Okay, probier mal, Bruder. Und? Der Rand ist keksig. Ja, das habe ich eben gesagt. Und wie schmeckt's? Gut. Sehr schön. Mama, schön siehst du aus. Danke. Sollen wir ein Foto mal für Instagram, Mama? Ja. Ja, komm, Foto für Instagram. Ja. Ah! Das war gut so. Ah! Ah! Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Ingwer. Mama sagt, wir müssen einfach Ingwer essen. Ja. Kaum, damit das du bereit für dein. Ja, warte, Kakafluss kam auf Russisch Ingwer. Im Bier. Im Bier? Im Bier. Im Bier ist alles drin. Bäh. Das hat Saskia auch gemacht in ihrem Video. Weil die ist wie eine prominente Sängerin. Der war drei komplett der Typ, ne? Und die macht das auch. Also check das Video auf jeden Fall ab. Das erste Link in der Beschreibung für Saskia das Video. Sie hat es nämlich auch gemacht. Ist auch mit da angekommen. Cool.